Die Walter PL71R, ja, seit vielen Monaten begleitet mich dieses Teil. Und wenn du wissen willst, was es kann und ob es den Langzeittest überlebt hat, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du am Survival Shop Kanal dabei bist. Wir wollen heute über diese Lampe sprechen, meine Erfahrungen in den letzten Monaten und ja, danach ja auch nochmal rausgehen und einen Weitleuchttest machen. Also bleib dran, es lohnt sich. Das Teil habe ich seit einigen Monaten, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, ich glaube, ich habe es auch schon einmal vorgestellt und ich mag jetzt meine Erfahrungen mit dir teilen. Also Nummer 1, was bei dieser Lampe meiner Meinung nach absolut gut funktioniert, gibt es ja bei vielen anderen auch, also ich habe hier hinten Nightcore hängen und überhaupt ist, dass du sie direkt aufladen kannst. Hier ist ein USB, ich glaube, das ist nicht USB-C, ich vergesse das immer. Also das davor, das normale USB, ich habe überhaupt keine Ahnung. Übrigens, billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link in meinen Shop, dort stehen alle technischen Daten, also kannst du die direkt aufladen, das funktioniert sehr, sehr gut. Auch über Solarpaneele zum Beispiel, also super, funktioniert sehr, sehr gut. Hier hinten die Leucht, auch das hat lang gehalten und auch dieser Ein- und Ausschalter hat großartig funktioniert. Was mir ein bisschen, aber das liegt nur an meiner Arbeitsweise, ein bisschen dreckig ist, ist, dass es dreckig wird. Ja, wie meine ich das? Wenn du dir diese Lampe genauer anschaust, dann sind da halt diese lustigen Rillen drinnen, die hier, da, die sind da eingebaut und das soll auch so sein. Und wenn du die irgendwo so in den Dreck legst, also nicht in einen richtigen Gatsch-Matsch, sondern einfach nur am Boden und der ist ein bisschen feucht, dann bleibt halt mit der Zeit dieses Zeug da drinnen hängen. Und dann muss man da mit einer Bürste hergehen und das wieder rauswaschen, weil das hat mir nicht so Spaß gemacht. Aber soll so sein, das ist mein Lernpunkt. Dass halt sowas, so ein geriffeltes Zeug angenehm vielleicht in der Hand liegt, also ich finde es angenehm, auf der anderen Seite, jo, man muss halt immer wieder nachbessern. So, das war aber auch schon fast der einzige negative Punkt. Es gibt einen positiven Punkt und den finde ich sehr gut und den zeige ich dir dann nachher auch draußen. Der hat aber auch einen Nachteil, aber gleich dazu. Schau mal her, diese Lampe kann man stufenlos einstellen, was den Fokus betrifft. Schau mal her, wirklich stufenlos, ja? Und das ist schon cool, das wirst du dann nachher draußen sehen. Das bedeutet aber auch, dass dieses Schiebeteil hier, dieser Lampenkopf, nicht hundertprozentig abschließt. Das bedeutet, es ist nicht wasserdicht. Zwar nicht so, dass es ein Problem ist, aber es ist nicht ganz wasserdicht. Nämlich, das Wasser kann, also da muss man jetzt auch dazu sagen, regendicht ist sie. Also sie ist im Regen draußen klingen und das war überhaupt nichts. Ja, aber ich habe sie einfach einmal spaßhalber bei uns auf Waldurlaubertee, billige Eigenwerbung, am Trainingsplatz, wo ich meine Survival-Trainings abhalte, da ist so ein schöner Bach und da habe ich es reingeworfen. Der hat das auch alles ausgehalten und ist, wie du siehst, auch nicht kaputt geworden. Aber das Wasser, wenn es jetzt wirklich unter Wasser eingetaucht wird, kann über diese feine Fuge anscheinend ins Innere dieser Lampe dringen. Und dann sieht man auch hier drinnen so ein leichtes... Da ist jetzt, steht jetzt kein Wasser in dem Sinn drinnen, dass du das komplett angefüllt hast, aber es ist so ein Kondenswasser irgendwie drinnen reingekommen mit der Zeit. Und zwar dann, und das kommt jetzt dazu, wenn du es hin und her bewegst. Also wenn du sie nur reinwirfst, das macht meiner Erfahrung nach so gut wie gar nichts. Aber wenn du das hin und her bewegst, aus welchem Grund auch immer, dann kommt hier Feuchtigkeit rein und das ist halt nicht cool. Ist das ein Problem? Nein, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Weil, dann macht man hier auf. Und dann kann man das auslüften lassen und dann ist alles wieder gut. Das ist natürlich hier wasserdicht. Ja? Das, ja? Aber nur von der Idee her, damit du weißt, ich würde nicht tauchen gehen damit. Ja? Ist das ein Nachteil? Nein, es ist kein Nachteil, denn sie hat alle Aufgaben sonst großartig erfüllt. Wir müssen uns aber auch über etwas im Klaren sein, denn die Frage kommt immer wieder, besonders bei den Leuten, die bei meiner Oma-Liste dabei sind. Das ist übrigens meine Krisenvorbereitungs-E-Mail-Liste, wo ich da immer wieder neue Informationen schicke. Wenn dir das interessiert, gebe ich da unten auch den Link. Billige Eigenwerbung wie immer. Aber, ja, da kommt die Frage, was soll ich nehmen? Soll ich eine Lampe nehmen, so wie diese hier, die hat einen Lithium-Ionen-Akku und das kann ich aufladen über USB, eben mit einer Solarpaneele. Funktioniert großartig, kann ich da nur noch sagen. Sage ich, ja, super. Und da kommt auch immer wieder die Frage, was ist, wie lange hält das die Spannung? Sehr, sehr lang, aber nicht auf ewig. Wurscht. Aber wenn sie wirklich leer sein sollte, aus welchem Grund auch immer, und wir haben jetzt ein Blackout, wovon auch alle wieder ins Sprechen anfangen, das kommt immer so in Wellen, gell? So einmal Blackout da und dann Blackout. Und dann wieder, ah, oh, Blackout da, aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann. Es ist nicht ob, sondern wann. Das sage ich schon seit Jahren und ja, ich hoffe, ich irre mich.
Was ist gescheiter? Soll ich ein System haben, wo ich einen Lithium-Ionen-Akku habe, oder soll ich ein System wählen, in dem ich Batterien wähle? Wie zum Beispiel jetzt hier, also das habe ich auf der falschen Seite aufgemacht. Natürlich gibt es auch diesen Defender hier zum Beispiel, diese Lampe bei mir im Shop, wo ich mit CA123-Zellen arbeite. Denn die halten die Spannung deutlich länger. Natürlich auch nicht ewig, aber das ist eine richtige Fire-and-Forget-Lösung. Ja? Das ist ganz klar, das ist eine andere Liga. Dafür kann ich die halt nicht so einfach aufladen, wobei es auch da wiederum Akkus gibt, aber da will ich jetzt gar nicht rein damit. Der Nachteil bei einem Akku, und das ist jetzt nicht auf diese Walter PL71R bezogen, sondern ganz allgemein, liegt halt daran, dass wenn er leer ist, ich ihn wieder aufladen muss. Und wenn ich da zufälligerweise in einem Blackout-Fall keinen Strom habe, dann wird das irgendwie blöd. Gut, ich könnte ein Notstromaggregat haben, oder ich habe da drüben meine Riesen-Power-Pank, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie man es richtig ausspricht, schreibt mal bitte einen Kommentar. Schreibt mal einen Kommentar, ob es Pank oder Bank ist. Von Nightcore, die habe ich auch schon einmal vorgestellt. Und dann kann ich sie natürlich wieder aufladen. Aber das ist so ein bisschen der Nachteil. Also in Survival-Kits, die ich als wirklich einfach hinstellen und vergessen und irgendwann wieder aufmachen und dann will ich damit arbeiten, ist das hier nicht ideal. Da sind solche Lampen die bessere Wahl. Natürlich, wenn da die Batterie aus ist und ich habe nichts zum Wechseln und dann kann ich sie nehmen und wegwerfen, was ich aber nicht tun würde bei dieser Defender. Aber so schaut es ganz einfach aus. Also das jetzt mal vom System grundsätzlich. Dann das nächste. Diese Lampe ist halt sehr wuchtig. Ja? Also da hast du wirklich, schau mal, da hast du wirklich was in der Hand. Und wenn ich die jetzt vergleiche mit anderen Teilen, wie zum Beispiel diese Surefire Defender, die ist halt deutlich schlanker. Und was da auch auffällt ist, die hat keinen Clip, weil sie auch dementsprechend breit ist, muss man ja auch dazu sagen. Ja? Die ist schmäler, die hat auch ein ganz anderes... Wie gesagt, Defender, ja, da ist das Programm. Und das geht aufgrund des Lampenkopfes. Ich glaube auch, dass es keinen Sinn macht, hier einen Clip dazu zu machen. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube nicht, dass es einen Sinn macht. Wenn es gibt ja, boah, ich glaube, das ist die 71. Gibt es nicht auch die PL55? Das ist so eine Schlanke, die habe ich auch ganz lange mal dabei gehabt. Aber ich wechsle immer wieder meine Batterien, die vielleicht auch, aber meine Taschenlampen. Und hatte die einen Clip? Denn das macht dann natürlich schon einen Sinn, wenn das schlanker ist. Na, warte mal ganz kurz, da, schau mal her. Da jetzt zum Beispiel, das ist auch eine Walter, die wird gar nicht mehr hergestellt, das ist die 66er, die ist dementsprechend schlank, da macht das durchaus Sinn, oder da hier jetzt zum Beispiel hier die Next Torch, weil einfach der Lampenkopf und das Gehäuse nicht viel Abstand haben, das heißt, kann ich wirklich in einer Tasche vernünftig tragen, aber bei diesem Teil hier macht das überhaupt keinen Sinn. Gut, ich habe gequackelt und jetzt gehen wir raus und mal was leuchten. Let's go. Leuchten wir halt ein bisschen mit dem netten Teil. Das ist jetzt wirklich ja Fokus. Hier jetzt etwas im Nahbereich. Ja, das ist so. Das Ding, ich weiß jetzt leider die Lumen nicht genau auswendig und ich weiß, dass ich jetzt wieder Schelte in den Kommentaren bekommen werde. Wie kannst du dich nicht vernünftig auf das Video vorbereiten? Ich würde sagen, dass die maximale Lumenanzahl in den Bereich von ja, die Lampe ist wirklich hell reingehört. Wie viel? Bitte schau in meinen Shop, wenn dich das wirklich wahrlich interessiert. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Auch vielleicht hast du das Video, ich gebe da oben den Link dazu gesehen, wo ich meiner Frau folge mit der Wärmebildkamera. Und das ist genau dieser Weg hier. Und also... Die leuchtet wirklich weit. Ich kann da wirklich sagen, dass die Kamera kann das nie so schön darstellen, wie es wirklich ist. Aber die leuchtet wirklich sehr weit. Und ich finde es einfach großartig, dass ich den Fokus so schön einstellen kann, wie ich es jetzt gerade brauche. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So, ich mache einen kleinen Vergleich. Ich schalte jetzt die Walter PL71R aus und schalte mal die Surefire Defender ein. Ja? Und die ist jetzt auch, jo... Weiß ich nicht, die hat wahrscheinlich 300 oder 400 Lumen. Und jetzt schalte ich noch einmal voll das Licht und dann wieder die kleine Liebe dazu. Ja, die ist auch da. Und volle Kanone. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt die Lumen nicht auswendig, aber es ist wirklich ein Lichtschwert. Und das kann sich auch wirklich sehen lassen, wenn ich das vergleiche mit OLED oder anderen Nightcore oder sonstigen Dingen. So, jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wenn wir ein bisschen weniger Power geben. Und jetzt kann ich auch wieder den... Beam, glaube ich, heißt dieser Fokus, oder ist das da? Ich habe wurscht, ja, ich will einfach in die Distanz leuchten. Das ist schon deutlich weniger, aber es ist auf jeden Fall ausreichend. Und es gibt natürlich auch einen Nahbereich, also das ist jetzt wirklich
Ja, gerade dass man an der Kamera noch sieht, das ist jetzt Beam. Dann, wenn ich es ein bisschen weiter auseinander gebe, dann sieht man es fast überhaupt nicht mehr. Also es ist wirklich ein Sparlicht. Aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass die Akkulaufzeit ewig lang ist. Das bedeutet, wenn ich etwas suchen muss, wenn ich etwas ableuchten will, wenn ich jetzt nachschauen will, was da unten auf Alturlaub so los ist, ja, ob sich da irgendwer versteckt, wobei da versteckt sich niemand bei uns, weil die sind alle in ihren Camps bzw. In den Häusern und glaube nicht, dass die da jetzt herumkeuchen und fleuchen, aber ich würde sie auf jeden Fall sehen, dann kann ich das tun. Aber auf der anderen Seite, wenn ich den Weg nach Hause finden will, dann schalte ich um auf den Mini-Modus und kann da wahrscheinlich die ganze Nacht marschieren. Und es ist trotz alledem, auch wenn die Kamera das jetzt wirklich nicht gut darstellt, ausreichend Licht da, um den Weg auszuleuchten. Eine Sache vielleicht noch, also der Lampenkopf, der wird richtig schön warm. Das merke ich. Es ist jetzt schon Herbst hier bei uns hier in den Bergen. Und da wird schon ein bisschen kühl. Ja. Du siehst so aus meinem Mund, und ich habe keine Zigarre, die ich da jetzt ausatme, oder eine Pfeife oder eine Zigarette, sondern das ist wirklich mein Atem. Es ist wirklich schon kühl und da ist das schon sehr angenehm. Aber was ich damit sagen will, das wird natürlich brennheiß. Aber nicht so heiß, wie ich das von vielen anderen Lampen kenne. Also wie gesagt, ich mag die Lampe, auch wenn nicht irgendwelche funky Supermarken wie Olight draufsteht, ist die Sache trotzdem absolut super. Ja, das war's jetzt. Okay, ist diese Lampe einen Kauf wert? Ja, ist sie. Gibt's andere Lampen, die besser sind? Das mag sein. Ist das die beste Lampe der Welt? Nein. Aber wenn dir das Design gefällt, wenn dir das Konzept gefällt, dass du hier... Also, oder andersrum. Ich weiß, dass es Leute gibt, die diese Walter-Lampen einfach lieben, von allem und das auch gewohnt sind aus der Vergangenheit. Und wenn dir das taugt, dann bist du da wirklich gut dabei. Wenn du sagst, ich bin der volle Nightcaller, ich bin der volle O-Leiter oder ich bin der volle, fällt mir momentan auf die Schnelle nichts, Surefire, das ist, dann wirst du damit nichts anfangen. Aber wenn du in diesem Bereich drinnen bist und sagst, Walter ist cool und ich mag die Lampen und ich möchte jetzt umsteigen auf eine wiederaufladbare, nämlich die nicht extra dazu gepackt irgendwo ein Ladekabel und eine Ladestation und blöd hat, sondern ich möchte das direkt in der Lampe aufladen, dann bist du mit diesem Teil hier dabei. Eine letzte Sache, und ich verspreche es. Was mir passiert ist, dass sich das Ding einfach einschaltet. Wenn du es nämlich im Rucksack hast. Es gibt zwar eine Tasche, aber die mag ich nicht. Ich gebe es zu. Und dazu habe ich mir eigentlich eine... Das ist aber jetzt kein Geheimtrick. Also so eine... Die größte Idee. Du müsstest den Nobelpreis für angewandte Physik im Alltag bekommen. So arg ist es nicht. Aber damit das hier nicht passiert, macht man da hinten einen Schraubimauch auf und dann kann man da drücken, was man will. Zwar interessanterweise die Ladeanzeige, die zeigt da trotzdem an, die ist auch super, damit man gleich ein Gefühl hat, wie lange man noch arbeiten kann, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also das ist auch ein echter Bonus, ein wirklich echter Bonus. Und dann mache ich hier wieder den hier und dann kann ich sie einschalten. Also das ist schon auch irgendwie cool. Und damit ich nicht vergesse, in welcher Tasche trage ich es denn? Und wie immer, dieses Video ist die billigste Eigenwerbung, die ich mir überhaupt zu machen traue. Ich meine, schau dir an, ich habe sogar Leiberl an, wo Waldurlaub draufsteht. Das ist fürchterlich. Aber es gibt natürlich auch bei mir im Shop, wenn du eine richtig coole Tasche dazu haben willst, die passt, dann zum Beispiel habe ich hier das Tasmanian Tiger Tactical Tool Pocket XL. Gebe ich da auch unten den Link, da passt die gut dazu rein. Klar, ja, ist halt auch dementsprechend eine wuchtige Lampe. Und jetzt ist es aus. Schreib mir einen Kommentar. Was hältst du davon? Hast du die Walter-Lampe, diese PL71R, oder hast du die, oder findest du super, oder hast du sie? Ja, um die Artikulation ein bisschen auszuprägen. Ja? Also, was hältst du von dieser Lampe? Was hältst du von dem Konzept des Lithium-Ionen wieder aufladbar? Oder sagst du, nein, für Krisen vorbereitet, also für Camping gehen und so weiter und Buschkräften und so weiter, ja, aber für die echte Krisenvorbereitung geht es nur, wenn du eine Fire-and-Forget-Lösung hast. Dann schreib einfach was dazu. Gib da unten den Link zu all den Produkten, ist ganz klar. Schau auf Waldurlaub.at vorbei. Es hat mich wie gar gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis dann und ciao, ciao.